Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Sinusfunktion und Kosinusfunktion. Es geht um die Bestimmung einer Periodenlänge. Auch wenn die Angabe sehr kurz ist, denke sie dir bitte genau durch. Zur Bestimmung der Periodenlänge ist der Funktionsterm von f gegeben. F von x ist gleich 1 Drittel mal Sinus von 3 mal Pi Viertel mal x. Der Faktor 1 Drittel spielt für die Periodenlänge keine Rolle. Es handelt sich um eine multiplikative Konstante, die den Funktionsterm nur in y-Richtung, in dem Fall staucht. Interessant für uns ist daher der zweite Parameter, und zwar der Ausdruck 3 mal Pi Viertel. Normalerweise wird dieser Parameter mit klein b bezeichnet. In der Standard-Sinus-Funktion mit Sinus von x ist dieser Wert einfach nur 1. Und wir wissen, die Periodenlänge einer normalen Sinusfunktion beträgt 2 Pi. Nun haben wir aber hier einen größeren Wert für b mit 3 mal Pi Viertel. Und wenn b 3 mal Pi Viertel ist, muss entsprechend die Periodenlänge verkleinert sein. Warum verkleinert? B entspricht einer Frequenz, einer Anzahl von Perioden in einem bestimmten Bereich. Wenn ich diese Anzahl vergrößere, bleibt für eine einzelne Periode weniger Platz, sie muss kleiner werden. Also wird die Periodenlänge genau um diesen Faktor gestaucht. Und wir erhalten 2Pi durch diese 3 mal Pi Viertel. Wenn wir den Doppelbruch auflösen, Pi kürzen, erhalten wir 2 mal 4 durch 3, also 8 Drittel. Die Periodenlänge der gegebenen Funktion ist also 8 Drittel. Und damit ist das Beispiel gelöst.